Na gut, mein Herr. Wenn Sie nicht weiter als bis zum Siebensprung wollen, dann bleiben Sie eben am Siebensprung. Ja! Ist hier jemand? Hallo? Ich stell mich unter. Ja, es regnet junge Hunde. Es dauert nicht mehr lange, bis der Schuppen hier zusammenkracht. Hey Jan, bring uns mal was zu trinken. Du hast doch nicht etwa geglaubt, dass hier ist eine Kneipe. Es war mal eine Kneipe. Es war eine, ja. Der Laden von Turelur. Turelur? Turelur. Jan Turelur, so hieß der Wirt. Aber jetzt ist er weg. Das ist hier ein Spukhaus. Eine Spukkneipe. Sag mal, wer bist du eigentlich? Mein Name ist Van der Steek. Würdest du vielleicht aufhören, mir die Augen zu leuchten? Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin ein Mopro. Ein was? Ein Mopro. Ich war auf einem Moped. Ja, das sehe ich. Und wie heißt du? Mopro. Ja, aber... Okay. Nicht. Was treibst du hier eigentlich? Das wollte ich gerade dich fragen. Warum bist du mit der alten Kutsche hergekommen? Das stimmt eine Verabredung, hä? Bild dir nicht ein, dass deine Freundin hierher kommen wird, in diese unheimliche Höhle. Es spukt hier, wenn es dunkel wird. Red nicht zu einem Unsinn, mein Junge. Und meine Angelegenheiten gehen dich wohl überhaupt nichts an. Ist mir auch wurscht. Aber zufällig kann ich dich ganz gut brauchen. Ich suche wie verrückt nach einer Schachtel Zigaretten, die ich hier liegen gelassen habe. Und ich darf dir jetzt suchen helfen. Du kannst es probieren. Aber du wirst sie doch nicht finden. Es sind 3 Zigaretten drin. Und auf die Schachtel ist ein Totenkopf gemalt. Und 3 Unterschriften. Ein Totenkopf? Ja, es war eine Wette. Wir waren heute Nachmittag hier. Ich und meine Freunde. Und die haben gemeint, dass ich mich abends nicht allein hertrauen würde. Und jetzt muss ich als Beweis die Zigaretten mitnehmen, die sie hier irgendwo hingelegt haben. Du bist eine Angsthase, was? Da ist bloß ein Dachziegel runtergefallen. Hör zu, du, ich muss zurück sein, bevor die zweite Vorstellung anfängt. Welche Vorstellung? Na, wir wollten ins Kino gehen. Und sie bezahlen für mich, wenn ich gewinne. Hey, du kannst beweisen, dass ich hier war. Du musst mitkommen, du bist mein Zeuge. Warum sollte ich? Ich nehme dich auf dem Moped mit in die Stadt, dann hast du einen Lift. Oder wolltest du vielleicht laufen? Du weißt ja gar nicht, wo ich wohne. Ist mir auch total wurscht. Komm mit, wir sind gleich da. Was ist los? Meine Bücher. Ich habe meine Tasche mit Büchern in der Kutsche gelassen. Und jetzt ist dieser ekelhafte Kutscher damit weg. Weißt du, wer er ist? Woher soll ich das wissen? Du bist doch mit der Kutsche gefahren. Ich finde dich ziemlich bescheuert.
Ja, da hast du recht. Komm mit. Sind das da deine Freunde? Die Vorstellung hat noch nicht angefangen. Ich hab Lust auf Fritten. Komm. Ja? Ich will eine Tüte Fritten. Und du? Ja, geben Sie mir auch eine Portion. Mit? Nein. Und Sie? Danke sehr. Schnelle Reise, hä? Fährst du eigentlich immer so schnell? Meistens schneller. Kommst du öfter zum Siebensprung? Wohnst du hier an diesem Ort? Warum fragst du den ganzen Mist? Ich frag doch auch nicht, wo du wohnst. Nein, aber wenn du es nicht sagen willst, warte eine Sekunde. Augenblick mal. Die Pommes frites sind noch nicht bezahlt. Zwei Portionen. Wissen Sie, wer das war? Wer? Der junge Mann. Den kenne ich nicht. Hier laufen unheimlich viele junge Leute rum. Unverschämter Kerl. Naja, wenigstens hat er mich hierher gebracht. Aber es ist zu blöde, dass ich meine Bücher verloren habe. Wenn ich nur wüsste, wo diese idiotische Kutsche hingefahren ist, dann bin ich in ein ganz schön wahnwitziges Abenteuer reingeraten. Wenn ich es mir selber ausgedacht hätte, wäre es ganz anders ausgegangen. Und was soll ich um Himmels Willen morgen bloß den Kindern erzählen? Nein, Kees, das stimmt nun gar nicht. Natürlich ist London nicht die Hauptstadt von Paris. London ist die Hauptstadt von England. Und Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Herr Lehrer, Sie wollten uns erzählen... Wie heißt die Hauptstadt von Dänemark? Oslo. Nein, Stockholm. Wie ich sehe, habt ihr einfach gar nichts gelernt. Wer weiß es nun wirklich? Nein, Els... Dein Atlas bleibt zu. Die Hauptstadt von Dänemark ist Kopenhagen. Und wie heißt die Hauptstadt von Torelore? Wir haben jetzt Erdkunde, Marianne. Gibt's Torelore gar nicht? Das ist im Augenblick nicht dran. Warum seid ihr so quengelig? Natürlich existiert Torelore. Es ist ein Märchenland. Das habe ich euch doch selbst erzählt. Naja, es ist meine eigene Schuld. Ich erzähle euch viel zu viel Geschichten. Aber das mit dem Brief, das ist doch wahr, oder? Und was gestern Abend passiert ist?
Sind Sie noch bei Grr gewesen? Nein. Ruhe! Kinder? Ich fürchte, ich bin da etwas auf die Spur gekommen. Einem seltsamen und gefährlichen Abenteuer. Mehr kann und darf ich euch in diesem Augenblick noch nicht verraten. Aber Herr Lehrer, Sie sind doch gestern in die Kutsche eingestiegen. Wo ist die hingefahren? Zu einer einsamen Stelle, Martin. Mitten im Wald. Und dort bin ich ausgestiegen. Ich musste einfach. Und dieser Schurke von einem Kutscher fährt weg und lässt mich einfach allein zurück in Dunkelheit und Regen. Und dann, Herr van der Steeg? Das habe ich euch doch schon erzählt, Mariam. Über das Weitere muss ich schweigen. Allerdings möchte ich euch etwas fragen. Ist hier jemand, der weiß oder vermutet, wer Grr in Wirklichkeit ist? Wie der ganze Name lautet, meine ich. Denn diesen Brief hat er mir wirklich geschrieben. Marianne, weißt du etwas? Nein, Herr van der Steeg. Naja, vielleicht will derjenige, der etwas mehr weiß, es mir lieber unter vier Augen anvertrauen. Nach der Schule zum Beispiel. Es ist Zeit. Aufräumen und ab durch die Mitte. Herr Lehrer? Was gibt es noch? Es geht darum, was Sie gerade in der Klasse erzählt haben. Wisst ihr, wer Grr ist? Nein, Herr Professor, das wissen wir nicht. Nein, aber wir wollen Ihnen helfen. Können wir, dürfen wir, wir wollen den Brief noch mal sehen. Ja, vielleicht können wir was drin entdecken, okay? Was Besonderes sehe ich nicht. Nein, ich auch nicht. Also könnt ihr mir da auch nicht helfen. Na, jedenfalls vielen Dank. Ja, okay. Schon gut, Herr van der Steeg. Kennt einer von euch einen Mopro? Ein Mopro? Was ist denn das? Das ist so ein Typ auf einem Moped. Ein Rocker, der wie ein Irrer durch die Gegend rast. Hey, mein Bruder hat auch ein Moped, aber ist kein Rocker und rast nicht. Gehört doch ein Mopro zu dem Geheimnis? Vielleicht. Er rast durch die Dunkelheit, über die schlimmsten Wege, spricht über Spukhäuser und verschwindet, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Und was weiter? Leider gar nichts. Wenigstens weiß ich es bis jetzt noch nicht. Deshalb werde ich die Sache jetzt mal selbst untersuchen. Die mit dem Siebensprung. Ja, ich gehe zum Siebensprung. Denn da hat gestern Abend alles angefangen. Und ihr? Habt ihr mir noch was zu erzählen? Nein, Herr van der Steeg. Gut, solltet ihr was entdecken, kommt ihr sofort zu mir. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen, Herr van der Steeg. Wiedersehen. Tschüss. Herr van der Steeg? Ja? Das passiert doch alles wirklich, nicht? Ja, Martin. Das geschieht wirklich. Hey Leute, hört mal. Ich kenne das Wappen auf dem Brief. Was? Das Wappen auf dem Brief. Eine Katze, der Kopf von der Katze. Das ist ja toll, das habe ich auch gesehen. Aber was ist damit? Ich habe es schon mal gesehen. Warum hast du es dann dem Lehrer nicht erzählt, du Idiot, dass du den Katzenkopf kennst? Selber Idiot. Was ist denn nun los mit dem Wappen? Von wem ist es? Weiß ich nicht, aber ich habe es gesehen. Auf einem steinernen Pfeiler, einer Säule im Wald. Und warum hast du das nicht dem Lehrer erzählt?
Na, ich habe Angst gehabt, dass er Angst haben könnte. Der Lehrer hat aber keine Angst. Glaubst du selber nicht? Der Lehrer ist längst nicht so mutig wie Franz der Rote. Der Lehrer ist Franz der Rote. Das sagt er nur so. Zuerst wollte er auch nicht in die Kutsche rein und dann ist er bloß bis zum Siebensprung gefahren. Und es ist ganz unheimlich, wo der Pfeiler steht. Wo ist das denn? Ganz nah am Siebensprung. Und ich dachte, wenn unser Lehrer das hört, traut er sich bestimmt nicht mehr mitzumachen. Und das wäre schade, weil es echt wirklich ist. Das hat er gerade gesagt. Tante Wilhelmin, haben Sie schon mal was von dem Siebensprung gehört? Habt ihr schon gehört von dem siebenden Sieben? Habt ihr schon gehört von dem siebenden Sprung? Ich habe nicht das Lied gemeint. Es gibt hier doch eine Kreuzung in der Umgebung, wo sieben Wege zusammenkommen, nicht wahr? Selbstverständlich, sie ist ja ganz in der Nähe. Warum fragen Sie danach? Naja, ich möchte da jetzt hin, eine Radtour machen. Gute Idee, dann lernen Sie die Umgebung ein bisschen kennen. Also, wie soll ich Ihnen das erklären? So leicht ist er von hier eigentlich gar nicht zu finden. Ach, wissen Sie was, Sie radeln über Roßkamm. Die Dorfstraße geradeaus, dann rechts ab, bei dem Bauernhof vom alten Dahlkopf. Und dann kommen Sie ganz von selber auf den Radweg. Und dann folgen Sie einfach den Schildern. Zuerst nach Roßkamm. Ja, ein sehr hübsches Dorf. Ja, und von dort finden Sie den Weg zum Siebensprung ohne Schwierigkeit. Hier. Und zurück ist kein Problem, weil da steht ein Wegweiser. Ja, das weiß ich. Das habe ich vermutet. Also, ich gehe dann. Viel Vergnügen. Sein? Ein Glas Bier hätte ich gerne. Und ich habe gerade eine Kutsche hier nebenan aus dem Tor fahren sehen. Ich wollte eigentlich mit dem Kutscher sprechen. Aber er ist weitergefahren. Und? Wissen Sie vielleicht, woher er kommt? Ja, das ist bestimmt Jan gewesen, der Kutscher von Graf Grauenstein. Graf Grauenstein? Der Kutscher von Graf Grauenstein? Setzen Sie sich schon mal da drüben hin. Ich bringe das Bier gleich rüber. Der Kutscher von Graf Grauenstein. Graf Grauenstein. Grr, grr. Ja, ja, ganz klar. Wenn du weißt, was das heißen soll, dann ist das ganz deutlich zu lesen. Hey, was soll das, mein Junge? Hallo, Tag, Herr Nachbar. Zigarette? Nein, ich rauche nicht. Dich kenne ich doch. Du bist doch der Mob. Sie messen sich ja an, ich kenne Sie nicht. Aber natürlich, wir haben uns gestern Abend getroffen. Gestern Abend? Wo denn? Beim Siebensprung. Gestern Abend war ich im durstigen Hirsch. Das kann jeder hier bezeugen. Das ist nicht wahr. Ich habe Sie noch nie gesehen, wirklich nicht. Das kann ich beschwören, bei allen wegen des Siebensprungs. Woraus wir den Schluss ziehen können, dass du einen Doppelgänger hast, Roberto? Ja, muss ich wohl. Ich kenne den nicht, todsicher. Hey, Roberto! Können Sie mir sagen, wer der Junge ist? Bitte sehr, Ihr Bier. Zum Wohl. Wer ist Graf Grauenstein und wo wohnt er? Verzeihen Sie bitte, ich werde gerufen. Einen Augenblick bitte, ich bin gleich wieder da. Ziehen Sie mal eine Karte.
Nehmen Sie sie und dann merken Sie sich gut, welches ist. Lassen Sie sie mich nicht sehen. Und jetzt stecken Sie sie wieder ins Spiel. Gut so. Und jetzt fassen Sie in Ihre rechte Tasche. Eine 7. Eine hübsche Zahl. Eine magische Zahl. Wir machen es nochmal und jetzt passen Sie besser auf. Nein, nein, nicht zögern. Nicht so hastig. Selbst eine Karte wählt nicht immer den gleichen Weg. Schauen Sie in Ihrer linken Brusttasche nach. In der Kunst des Weissagens aus Karten ist der Pik Bube der Schurke. Das gibt zu denken, finden Sie nicht? Es war mir ein Vergnügen. Es ist noch etwas in Ihrer linken Brusttasche. Auf Wiedersehen. Es wäre besser, wenn Sie den Namen Grauenstein nicht mehr laut aussprechen. Sollten Sie mehr über ihn erfahren wollen, dann kommen Sie mich doch am Sonntag nach dem Gottesdienst besuchen. Mein Haus Schein und Wirklichkeit liegt an dem Weg vom Siebensprung nach Langelahn. Na, vergessen Sie Ihr Bier nicht. Wiedersehen. Gehst du weg? Wacht noch einen Augenblick. Tut mir leid, ich muss jetzt los. Aber ich denke, dass wir uns sehr schnell wiedersehen. Das wäre dann das zweite Mal. Das ist eine Verschwörung. Ich bin sicher, das ist eine Verschwörung. Und alle sind daran beteiligt. Dieser verrückte Magier mit seinen Zauberkunststückchen und die beiden. Roberto und der Mopro. Meiner Meinung nach sind es Brüder. Sie sehen sich so ähnlich. Vielleicht sind sie Zwillinge. Aber warum sagt Roberto dann, dass er den Mopro nicht kennt? Und warum soll ich den Namen von Graf Grauenstein nicht laut aussprechen? Ist er denn wirklich so ein Scheusal? Das ist ein wahnwitziges Abenteuer. Aber ich stehe das durch. Franz der Rote lässt sich nicht einschüchtern. Aus meiner Klasse. Aber was haben die in der alten Herberge zu suchen?